mir das eben nochmal angeguckt. Hier ist auch alles trocken. Wird natürlich alles noch, wie ich ja schon sagte, nachgearbeitet. Jetzt habe ich natürlich hier noch zwei Stellen. Einmal hier und einmal habe ich hier noch eine kleine Stelle, die ich ja im Grunde auch noch ein bisschen nacharbeiten müsste. Womit ich jetzt aber, ich muss mir das jetzt erstmal so zurechtlegen, dass es hier auch nicht wegläuft. Ja, so sollte das schon funktionieren. Ich lege hier nochmal was drunter. Ja, so könnte das Ganze jetzt schon funktionieren. Ja. Weil ich werde das jetzt hier, diese kleine Stelle, werde ich jetzt ausgießen und von oben drauf eine Matte mit reinziehen. Ich hoffe, mir gelingt das so einigermaßen, aber ich denke mal, das wird schon werden. Ich mache mir gerade eine Mischung fertig. So, wieder härter. Ja, das reicht schon. Also, dass härter so teuer ist, das ist echt schon Wahnsinn. Gut, nun mache ich es so, ich lasse jetzt erstmal hier was reinlaufen. Wenn was überläuft, ist es nicht so schlimm. Ja, also ich möchte ja auch ein bisschen Halt hier drin haben. Das heißt, ich verteile es jetzt hier auch. Nehme hier nochmal ein bisschen drauf, verteile es jetzt hier. Wie gesagt, wenn es ein bisschen läuft, alles kein Thema, kriege ich alles geregelt. Nehme mir eine kleine Matte und befestige sie jetzt ganz einfach so. Ich muss nur eben aufpassen, dass ich hier die Matte hier ein bisschen mit reinbringe. Und dass sie auch genug Halt bekommt. Eine Matte reicht nicht, deshalb kommt noch eine zweite drauf. Die ist ein bisschen länger. Das hatte ich hier auch angeschliffen. Wie gesagt, wir müssen hier schon Halt reinbekommen. Es nützt nichts, wenn ich jetzt hier nur halbe Arbeit mache. Nacharbeiten muss ich so oder so. Ja, schön ausfüllen hier. Ja, das braucht eben auch seine Zeit. Gut, den Rest lassen wir jetzt einfach trocknen und dann haben wir da wenigstens schon mal diesen Halt wieder drin. Nachher müsste ich eigentlich hier vorne noch arbeiten, ne, hier, wo das Isolierband noch ist. Nur jetzt möchte ich das so lassen, dass hier sich nichts mehr rauszieht, dass das wirklich jetzt erstmal ja, einen Buckel ergibt, sage ich mal. Jetzt habe ich gerade, also dieses Stück hatte ich ja gerade gemacht. Das ist schon recht trocken geworden. Und jetzt habe ich hier diese Kante, da wo der Kleber ist, auch nochmal so ein bisschen nachgearbeitet. Ja, das muss jetzt trocknen. Und dann wisst ihr ja hier den großen Flicken drauf. Und das ist jetzt auch alles soweit fertig. Gut. Später kann es dann natürlich weitergehen. Nun sollte alles geschafft sein. Das hier kann ich abmachen. Also hier mein Klebeband, ne, ziehe ich jetzt schon mal ab. Und gucke mir natürlich auch das Ganze gleich an, wie es aussieht. Ja.
Das sieht recht gut aus. Und zwar kam es jetzt auf diese Kante drauf an, die hier. Ne, das habe ich jetzt sozusagen ausgegossen und trotzdem auch nochmal gesichert, indem ich das Netz hier drüber gezogen habe. Gut, wir können hier ebenfalls unseren Aufkleber abziehen. Und man sieht, hier ist auch, oder es hat sich hier ausgefüllt, der Rest. Wir gucken uns das gleich mal an. Wenn hier nicht alles kleben bleibt. Also kleben tut dieses Isolierband wirklich sehr gut. Ja. Hier ist ein kleiner Übergang, den bekomme ich dann aber später weg. Hier ist jetzt meine letzt gegossene und geflickte oder reparierte Stelle. Mal gucken, ob die was geworden ist. Ja, die ist hier, ne? Die ist ebenfalls ganz gut geworden. Na, wer sagt's denn? Das lasse ich jetzt trotzdem erstmal noch volles von durchziehen. Und was ich jetzt aber machen werde, ich werde mir gleich eine vernünftige Stellung hier raussuchen. Und ich gehe jetzt diese Kerbe, diese Rille mit den Ersatz durch. Ne? Ich sage jetzt mal keinen D-Ersatz. Doch, das können wir sagen, D-Ersatz. Gehe ich hier ganz, ganz vorsichtig dran lang und schneide mir die Bahn hier aus, wie es gerissen ist. Und dasselbe oder das gleiche mache ich hier genauso. Dann würde ich doch sagen, anschmeißen und nur ganz, ganz leicht. Ne? Nur, dass ich die Umrisse hier so ein bisschen wegbekomme. Mal nicht zu schnell machen. Das sollte schon reichen. Und wie gesagt, nur ganz leicht. Das wird mir dann später zum Vorteil. Ein bisschen mehr Drehzahl. Das ziehe ich jetzt durch und spiele euch mal was ein. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Ja, nun sitze ich auf den Community-Roller. Es geht bald weiter. Ich habe jetzt das Teil ja nun vorbereitet, das habt ihr gesehen. Als nächstes kommt natürlich noch ein bisschen Spachteln, ein bisschen oder vor den Spachtel kommen noch Schleifen und dann kommt Spachteln und ja, wie es eben nach und nach seinen Lauf nimmt. Ja, Werkzeug liegt auf jeden Fall schon parat für die nächste Handarbeit.
Und ja, draußen regnet es, deshalb steht auch schon der Community-Roller drinne. Die anderen Roller sind nicht so schlimm. Hier steht natürlich der Cruiser drunter, hier steht der Community-Roller und bleiben auf jeden Fall trocken. In diesem Sinne, das war der Samstag. Ich wünsche euch einfach noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut, tschüss.